Nichts ist unmöglich. Eieieiei. Meine Tagesliste ist wieder ellenlang und an einem Tag sowieso nicht abzuarbeiten. Naja, heute fällt mein Kampfkunsttraining aus. Na, da könnte ich doch mal nach dem leckeren Rohr schauen an meinem Haus, bevor es birst und alles überflutet. Beim reichen Jüngling, der Jesus nach dem Himmelreich fragte, geht es wahrlich um Existenzielleres. Nach menschlichen Möglichkeiten durchschaut der reiche Jüngling nicht den Unterschied zwischen seinem Glaubensleben und der Nachfolge Christi. Ja, so sieht man sich den vielen Lebensbaustellen gegenüber und zieht sich in seine Glaubensvorstellung zurück, oft enttäuscht und andere täuschend. Denn als Reichtum kann alles angesehen werden, was von uns wichtiger genommen wird als unsere Beziehung zu Gott. Das kann für einen Saulus von Tarsus, der zur Bildungselite seiner Zeit gehörte, eben genau diese, seine Bildung sein, sodass er sich geläutert als Paulus darauf stützt, nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Für die meisten Menschen seiner Zeit war es indessen die Familie. Hier sagt Jesus, dass man nur sein Jünger sein könne, wenn man diese Familienbande völlig neu betrachtet. Zwischendurch mal gefragt, hat jemand schon mal von einer glücklichen stille Zeit erzählt bekommen? Von fröhliche Zeit nehmen für Gott, Bibel lesen, Gemeinschaft halten, vom Gelingen des Umsetzen eines Bibelwortes, Gutes tun, sich heiligen und so weiter. Ich bekomme nur Erzählungen von Menschen, die stehen genau an der Klippe und können nur zurück und weiter krampfen im Leben oder geben zu, dass das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha ihnen noch nicht zugänglich war. Der reiche Jüngling wusste, dass er sich nicht trösten könnte mit dem Gedanken, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat, im Glauben an den Erlöser Jesus Christus. Er konnte sich keine Freude herzitieren aus seinem Bibelwissen. Das hatte er ja gezeigt. Darin war er gegen sich selbst auch dann ehrlich. Er sollte lernen, er kann sich die Möglichkeit Gottes nicht selber nehmen. Sie muss ihm gegeben werden. Ach. Und wie schaffe ich es jetzt, meine Liste abzuarbeiten? Nichts ist unmöglich!